Es war im Jahre 1602, als wir die uns vertrauten Gefilde verließen, um in der Ferne unser Glück zu suchen. Wohlwissend um das schier unberechenbare Risiko, welches solch gewagter Aufbruch in sich barg. Sämtlichen unserer Befürchtungen zum Trotz entlohnte uns das Schicksal nach langer und beschwerlicher Reise mit einem hübschen Flecken Erde, für den wir alsbald Besitz beanspruchten. Harter und unerbittlicher Einsatz unter Aufwand sämtlicher Kräfte versetzten uns indes in die glückliche Lage, innerhalb kürzester Zeit eine wohl florierende Wirtschaft und ein beschauliches und lebhaftes Städtchen unser eigen nennen zu dürfen. Frieden und Harmonie zierten unsere stattliche Heimat und bildeten eine Oase gnädiger Ruhe und einträchtigen Zusammenlebens. Bis zu dem Tage, an dem machthungrige Neider auf unser Glück und unseren Wohlstand aufmerksam wurden. Unerbittliche Schlachten brannten die gar schreckliche Fratze des Todes unauslöschlich in das Antlitz unseres Städtchens ein. Als schlussendlich nichts mehr wert war, noch darum zu kämpfen, schlossen wir neue Bündnisse und Handelsabkommen, die unseren Träumen und Hoffnungen zu neuen Höhen verhalfen. Frieden und Wohlstand hielten alsbald wieder Einzug. Nun, da ich alt geworden, überreiche ich euch, mein junger Freund, den Kelch der Redlichkeit. Möget ihr es mir gleich tun, neue Länder zu entdecken und zu besiedeln, wie ich einst anno 1602. Und seid damit wieder herzlich willkommen zurück. Endlich wieder ein Ründchen anno hier auf dem Kanal. Es war jetzt wieder eine ganze Weile still. Das hatte so seine Gründe. Wer auf dem Discord-Server ist, hat das sicherlich mitbekommen. Ja, aber nun sind wir hier endlich wieder und ich würde sagen, wir sind jetzt in der dritten Season, anno 1602 und ich würde einfach vorschlagen, dass wir uns auch dieses Mal wieder in ein Endlosspiel stürzen. Man sieht, ich habe schon ein bisschen getestet zwischendurch, weil ich etwas ausprobiert habe, was ich euch vielleicht noch zeigen werde, aber es war noch nicht so sehr von Erfolg gekrönt. Sagen wir mal so. Auch wenn das Spiel schon uralt ist, aber es gibt ja immer noch mal ein paar Kniffe, die man neu rausfinden könnte. Und da bin ich was am Testen jedenfalls. Aber nicht jetzt, nicht hier, denn das würde bedeuten, dass ich ständig ein neues Spiel anfangen müsste. Und das machen wir nicht, denn wir wollen ein frisches, schönes, neues Endlosspiel auf schwer starten. Soll ja auch ein bisschen Herausforderungen haben. Vielleicht verkacke ich auch, das ist immer eine valide Option. Ne, auch wenn Anno 1602 auf schwerem Schwierigkeitsgrad jetzt nicht so schwer ist, aber sei's drum, wir starten einfach mal. Wählt euer Banner. Ich nehme wie immer die Farbe Rot und dann gucken wir gleich mal. Hier oben, die sieht doch lecker aus. Die sieht lecker aus. Die sieht doof aus, da ist nämlich ein Vulkan drauf. Die sieht eigentlich auch lecker aus. Wir könnten... Vielleicht probiere ich das doch. Ich probiere es jetzt doch aus. Ich probiere das, ihr woran... Ihr habt ein Eingeborenendorf entdeckt. Das ist ja großartig, Mensch. Die sind ja richtig etabliert. Meine Güte, warte mal kurz. Ein bisschen lauter stellen hier auf meinen Ohren. So, aber ich sehe schon, hier können wir auch ein bisschen was Grünes abzapfen, wenn uns mal danach ist und die Pfeife mal wieder nach unserem Munde lechzt. Aber... Ich probiere das jetzt doch ganz kurz aus. Aber nur einmal. Wenn es nicht funktioniert, dann lade ich. Obwohl, doch. Ja, doch, wir behalten die Welt hier gleich mal bei. Diese Namen hier fragt einfach nicht. Ich glaube, da habe ich mit dem Ehrenzwerg mal eine Runde gespielt. Frag einfach nicht. Spielstand gespeichert. Einfach nicht fragen, was das mit diesem Namen auf sich hat. Das ist Kunst. So. Ich nenne das einfach mal SE. Quatsch, SE. SE. Spielstand S03. So, für Season 3. Ich fahre jetzt einmal mal ganz kurz hier rüber. Ein Konkurrent hat eine neue Siedlung gegründet. Ja, das ist ganz großartig. Dann machen wir hier den hier. Und ich fahre sofort weiter nach hier oben. Das, was ich ausprobieren möchte, ist... Okay, wir schaffen es, weil die beiden sind hinter uns. Was ich ausprobieren möchte, ist relativ simpel. Und zwar, ob es möglich ist, direkt zwei große Inseln zu beginnen.
sich unter den Nagel zu reißen. Schlauer wäre es natürlich, wenn man einfach direkt hier noch so eine alte Südinsel mit dazu nimmt. Aber die sind jetzt gerade zu weit weg. Deswegen versuche ich mir die beiden zu schnappen. Es kann sein, dass es in Krieg resultiert, direkt zu Beginn. Das ist absolut möglich, weil die dann angepisst sind, weil sie keine Insel abkriegen. Also das ist tatsächlich absolut möglich. Wir müssen uns dann nur überlegen, wo wir tatsächlich dann quasi gründen. Ich kaufe hier wie üblich schon mal Werkzeuge ein und Holz nehme ich auch gleich mal mit. Und das erinnert mich wieder daran, dass ich irgendwann meine Liste machen wollte mit den Optimalpreisen. Wo ist unser Schiff? Da ist unser Schiff. Sehr schön. Und zack. Siehste mal, haben wir direkt zwei Inseln zu Beginn. Was wichtig wäre, ist, dass wir dafür Sorge tragen, dass hier sonst keiner gründen kann. Das heißt, wir müssen mit Marktplätzen hier so gut es geht alles zukleistern. Und das, was dann am schnellsten fehlt, ist auf jeden Fall dann immer das Holz. Ich würde sagen, lasst uns mal nicht diese Insel hier als Hauptinsel nehmen, weil die Bergkette doch relativ viel Platz kostet. Die Ressourcen mal schauen, was wir hier haben. Sind Erz. Und eine Erz. Erzader wurde gefunden. Erz ist gut. Ja, deswegen nehme ich den Krempel hier gerade mal wieder mit. So, einfach mal eingesteckt. Da ist schon der Händler, der hat uns ein bisschen Werkzeug kredenzt. Das ist sehr schön. Dann können wir nämlich direkt mal einen Holzfäller errichten. Find's auch schön, wie gerade im Hintergrund die quasi Anno 1701 Mucke läuft. Natürlich der spezielle History Edition Song, ne? Wir spielen ja jetzt immer die History Edition. Die tatsächlich sehr, sehr nice geworden ist. Wie ich immer wieder betonen muss, die ist wirklich sehr, sehr nice geworden. Da hat sich Ubisoft wirklich Mühe gegeben. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass sie doch noch so viel Aufwand in ein so altes Spiel oder in so alte Spiele gesetzt haben. Eine neue Siedlung wurde gegründet. Finde ich, das ist nicht selbstverständlich. So, eiern wir mal hier runter und dann holen wir hier schon mal das Holz. Das Werkzeug lasse ich gerade mal erstmal auch noch auf dem Schiff. 19 Holz haben wir. Ja, alles mit Marktplätzen zupflastern wird gerade noch schwierig, glaube ich. Dafür haben wir einfach zu wenig Ressourcen. Aber wie gesagt, es ist ein neues Land wurde erschlossen. Es ist ein Experiment, das ich starte, aber alle Leute haben gerade schon gegründet. Ganz wichtig, immer zu Beginn die Handelsverträge. Das heißt, wir werden so schnell niemanden haben, der uns auf den Zeiger gehen will. Wir sollten vielleicht auch hier nochmal die Ressourcen abchecken. Haben wir noch nicht gemacht. Was haben wir denn hier schon? Die Ressourcen dieser Insel sind Tabak und Weintrauben. Und kein Erz. Ja, na gut, dann wissen wir gleich, wofür wir die Insel hier oben nutzen können. Hier haben wir übrigens Zuckerrohr 100%. Das ist sehr schön. Okay, da kommen gleich zwei Händler. Warte mal, ich hole mal gerade das Werkzeug hier raus. Drei Händler sogar. Oh, schau mal. Schön. 16 Tonnen Werkzeug. Dann wollen wir mal langsam dafür sorgen, dass wir ein bisschen Cash in die Kasse kriegen. So, wir könnten direkt noch einen zweiten bauen, wenn wir den wollten, aber wir wollten nicht. So, jetzt hier erstmal einen Weg lang. So. Ja, das passt erstmal so. Ich werde übrigens, seid mir da bitte nicht böse, ich werde fürs Erste nur alle zwei Tage eine Folge veröffentlichen. Das hat momentan einfach ganz simpel nur Zeitgründe. Und bevor ich mich hier irgendwie verkalkuliere, sage ich lieber von Anfang an erstmal nur zwei Folgen, nur alle zwei Tage eine Folge, so rum. So habt ihr quasi, ja, frischen Content. Und ich komme nicht irgendwie ins Schleudern mit Folgen nachproduzieren. Zumal noch ein weiteres Projekt quasi in den Startlöchern steht. Da verrate ich jetzt aber noch nicht allzu viel drüber. Das werdet ihr... Naja, es kann noch ein bisschen dauern. Ich weiß leider nicht genau, wie lange, weil das nicht nur von mir abhängt. Auch hier ganz wichtig, Steuern hochziehen, ne? Bei den Pionieren immer die Steuern hochziehen.
Und naja, dann ihr werdet dann sehen, ne? Und ich auch. Und andere beteiligte Personen ebenfalls. Aber wie gesagt, ich verrate noch nichts. So, 2, 4. Machen wir das so hier. Schon mal langsam das Raster vorbereiten. Habe ich mich hier verkalkuliert mit der Breite? 1, 2, 1, 2. Nee, ich glaube nicht. 1, 2. Ja, hier brauchen wir nicht wirklich. Da können wir sogar ein paar mehr Häuser hinstellen, wenn wir denn wollten und wir wollten. So, Werkzeug. Werkzeug sammeln wir schön. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Aber Holz ist noch ein bisschen Mangelware. Ich glaube, es ist sogar... Komm, wir bauen noch ein paar mehr Holzfäller. Was soll der Geiz? Das machen wir jetzt einfach mal. Ich versuche, sie auch ein wenig optimiert zu bauen. So, ja. Na, mehr oder weniger. Wir haben halt leider nicht das ganze Gebiet zur Verfügung. Und Nahrung wäre noch eine Maßnahme. Hätte ich jetzt fast vergessen, siehst du mal. Hätte ich fast vergessen. Ein wenig Nahrung, damit uns die Leute nicht vom Fleisch fallen. So. Es ist übrigens durchaus möglich, später sozusagen größere Siedlungen allein mit Jägerhütten und Fischerhütten zu versorgen. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Aber ganz wichtig, das haben wir vor Ewigkeiten mal gelernt, wer Fischerhütten auf seiner Hauptinsel platziert, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das müsst ihr euch unbedingt merken. Warum, weiß ich selbst nicht, aber es ist eine Weisheit, die ich mal in den Kommentaren gelesen habe. Also muss es stimmen, denn es stand im Internet. So. An und für sich könnten wir die Wege eigentlich auch hier ranknüpfen, damit der Marktplatz besser rankommt. Aber ich glaube, das geht auch so. Guck mal, 16 Tonnen Holz haben wir jetzt schon wieder. Da können wir hier direkt erstmal wieder noch ein bisschen was nachrüsten. So, wir sollten es auch nicht übertreiben mit den Einwohnern zu Beginn. Damit wir die auch später noch gut versorgt bekommen. Da haben wir schon wieder 8 Holz. Und gleich das nächste Karree füllen. So, ich glaube, hier brauchen wir 12. Und halt, stopp! Ach, so. Das war wichtig. Nochmal schnell das Werkzeug aufs Schiff laden, damit die Händler wieder austeilen können. Und da haben wir schon wieder 24 Tonnen voll. Die lade ich auch gleich erstmal wieder auf. Denn jetzt gerade brauchen wir noch kein Werkzeug. Haben wir? Oh ja, doch, wir haben noch Holz. Sehr schön. Da machen sich die 4 Holzfäller direkt bemerkbar. So, und zack. Und schon haben wir... Wie viele Häuschen haben wir denn jetzt hier? 4, 8, 16... 24, 28, 34 Hütten haben wir. Das sollte erstmal eigentlich reichen. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. So ist ja nicht. Ich glaube, ich baue hier oben aber erstmal noch einen Marktplatz irgendwo hin. Eine Reihe, zweite Reihe. Machen wir das mal. Ah, nee. Ah, das war doof. Das war ich. Materialien gewastet. Asche auf mein Haupt. 1, 2, 1, 2 und natürlich der Weg. Ich würde ja sagen, er ist steinig und schwer. Aber das wäre nicht korrekt. Denn es ist nur ein Trampelpfad. So, die Menge an Werkzeug, die wir bekommen, reduziert sich auch langsam. Das heißt, die Händler haben langsam nicht mehr viel Material vorrätig. Was nicht weiter schlimm ist. Denn... wir haben einen Großteil davon eingesammelt. Ich glaube, haben wir hier oben nicht auch Werkzeug eingekauft, sag mal? Nee, haben wir nicht. Verdammt. Ich dachte, ich hätte hier oben... Ach so, wir haben übrigens auch kein Geld mehr. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, denn wir sind ja sowieso schon im Plus. Und mit ein paar mehr Hütten kriegen wir auch mehr als... Was heißt mehr als genug? Ausreichend Kohle auf jeden Fall erstmal in die Kassen gespült, damit wir hier unser Imperium aufbauen können. Einen Moment. May, May. Hier. So. Madame Hund, gleich erstmal benachrichtigen, dass sie alleine im Schlafzimmer nichts verloren hat. In eurer ja, Stadt. Nur weil ich hier am Aufnehmen bin, heißt das nicht, dass du hier, ne? So. Okay, so eine Feuersbrunst. In Anno 16.2 wissen wir, wie wir das löschen können, nämlich mit einem Abriss. Das wird auch heutzutage noch so praktiziert.
So, siehst du mal, da kommen schön die Steuererträge rein. Den Ausbau müssen wir dann vielleicht ein wenig kontrollierter vonstatten gehen lassen. Das jetzt mal eben so hier. Holz kriegen wir eigentlich genügend rein, das müssen wir gar nicht einkaufen. Verkauft uns wahrscheinlich sowieso keiner. Werde übrigens auch die Folgen eher kurz halten. Heißt, sowas heißt kurz, 20 Minuten. Ich werde etwas genauer auf die Zeit schauen. Eben, wie gesagt, damit ich gut mit allem hinkomme. Und wir hier nicht in Schwierigkeiten geraten. So, ich glaube, die Leute haben fertig ausgebaut. Das heißt, das nächste wäre dann jetzt mal eine schöne Schaffarm. So, erstmal, dann haben wir da nämlich noch einen Marktplatz mehr, der die bei den Forstdingern noch absammeln kann. Mit bei der Nahrung mache ich mir jetzt übrigens langsam ein bisschen Gedanken. Lasst uns mal hier lieber noch ein, zwei Jagdhütten hinstellen. Wo hat er denn? Hier unten? Hier unten, ja. Natürlich. Ja, ja, ist gut. So. Wir sollten eigentlich auch mal... das ist ein bisschen doof gelaufen, war das so? Wir sollten uns auch eine südliche Insel unter den Nagel reißen. Oder besser eigentlich gleich zwei. Und wir sollten vor allem... das habe ich direkt vergessen. Wir müssen nun unbedingt rausfinden, wo das Gold ist. Das ist meistens auf südlichen Inseln irgendwo. Gleich mal abchecken. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja, ja, ist ja gut. Wir wissen, dass es brennt und knistert. Noch ein paar Marshmallows rüberhalten. So, ciao. Ich lasse die erstmal gerade ein bisschen Geld generieren. Hier ist kein Berg. Hier ist ein Berg. Ich priorisiere das jetzt gerade mal. Ne? Ihr kennt das Ding mit dem Goldmonopol. Gleich eigentlich sofort abchecken, wo das Gold ist. Dieser Insel sind okay, das ist schon mal gut. Ah, Mist, hier ist auch noch eine südliche Insel. Hat ein neues Schiff gebaut. Okay, das ist aber schnell dran. Ein Mitspieler erweitert seine Ländereien. Hör doch auf zu brennen, Mann. Immer diese Leute, die ihre Hütten anzünden müssen. Wollen immer nur schön das Geld von der Versicherung einheimsen. So. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ah, auch hier kein Gold. Sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Ich hoffe nur, wir haben nicht das Pech, dass es eine goldlose Inselwelt ist. Och, jetzt Gassen, aber langsam. Ein Feuer schwelt. Ich schwel dir auch gleich eine, mein Freund. Hau ab hier. So. Gut, während der da auf dem Weg ist, werde ich gerade mal die Schaffarm vorbereiten. Aus dem einfachen Grunde, dass die Siedlerhütten so schnell nicht mehr brennen. Und ich glaube, ab Bürgern hat es sich dann auch mit den regulären Bränden sozusagen. Der würde eigentlich hervorragend da in die Ecke passen. So. Ein Marktplatz, das ist ein Bergplatz. So, das Gelände ist hier nicht so gut geeignet, um da Wolle rauszuholen, aber das ist dann halt Bergwolle von Bergschafen. So, die ist besonders hochwertig, deswegen braucht man davon nicht so viel. Und ich hoffe, ihr nehmt mich da jetzt nicht für voll. Oh, guck mal, da ist ein Grafikfehler. Da ist ein Stück zu viel am Berg. So. Och Mann, jetzt lass mich doch einmal bitte nach dem Schiffchen gucken, ohne dass hier gleich irgendeine Hütte brennt. Mann. Die Versicherung lässt sich so einfach nicht verarschen. Das kannst du vergessen. So, wo haben wir denn das Schiffchen hingeschickt, sag mal? Der liegt... Ach, hier ist er. So, Gold. Hallo, Gold. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Gold. Okay. Dann haben wir hier drüben noch eine größere Insel. Es kann natürlich auch sein, dass das Gold im Norden irgendwo steckt. Das ist nur nicht so häufig der Fall. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Sondern meistens findet man das eher auf südlich gelegenen Inseln. Die Insel hier können wir uns eigentlich gleich mal... Eine neue Stadt ist entstanden. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Ist aber langsam wirklich Ruhe hier. So. Wie sieht's denn aus? Haben wir schon? Nee, haben wir nicht. Ich werde direkt mal 4 Schaffarmen bauen. Weil die Wolle werden wir brauchen. Beziehungsweise die Stoffe. Erstmal ein bisschen bunkern, wie immer. Und sobald wir ein paar Stoffe auf Lager haben, bauen wir die Kapellen.
Achso, wir haben eh gerade keine Werkzeuge hier, dann können wir ja gar nicht. So, da sind wir unterwegs. Schauen wir mal. Vielleicht können wir hier zumindest was Brauchbares anpflanzen. Ihr seid auf Ureinwohner. Natürlich. Mitten in der Mitte. Die Ressourcen Kakao und Baumwolle. Kakao ist schon mal gut und wichtig. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass man Gewürze einfacher bekommt als Kakao meistens. Den haben wir schon angeschaut. Da ist noch ein Berg. So. Wir sollten zwischendurch irgendwann nochmal ein bisschen Werkzeug dann bei uns in der... Es brennt! Ein Brand vernichtet eure Häuser. Ich wollte mir eigentlich nur einen Pudding kochen und plötzlich hat es statt das ganze Haus in Flammen. Ich weiß doch auch nicht, was die da machen. Wahrscheinlich irgendwie so ein Crossover zwischen Neandertalern, die gelernt haben, Feuer zu machen, und quasi zivilisierter Menschheit, die sich in Holzhütten befindet. Oder so. Okay, kein Gold. Das ist nicht so geil bisher. Schauen wir mal hier oben. Da hat es ja auch noch eine Insel. Übrigens, falls euch das Ganze zu klein ist, ne? Vom Screen her, hier mit der Maus und... Achso, wie ist denn das mit der Maus eigentlich? Geht das? Ja, das geht. War nice. Ihr seid auf Ureinwohner. Wenn ihr euch erinnert, gab es doch diesen Bug mit der Maus. Die ich weiß gar nicht mehr, woran der genau lag. Insel sind okay, hier ist auch kein Gold. Okay, langsam. Den haben wir schon angeschaut. Ist ja schwierig. Also wenn wir überhaupt kein Gold auf dieser Insel wild haben, ne? Dann ist das für alle ein Problem. Gold ist... Ja gut, es gibt Wege an Gold zu kommen, tatsächlich. Die Ressourcen, auch wenn es kein Gold hat. Insel sind erkundet. Nein, hier gibt es nur Erz. Aber selbst Erz ist relativ dünn bemessen, finde ich. Selbst das normale Erz ist ziemlich dünn bemessen. Den haben wir erkundet. Das sind wir. Den haben wir erkundet. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Das ist total großartig, aber es gibt tatsächlich... Ja, hier ist noch eine, die wir nicht erkundet haben. Mit Bergen. So, wie sieht's hier aus? Ah, sehr schön. Nahrung müssen wir, glaube ich, ein bisschen im Auge behalten gerade. Heißt, wir müssen auch demnächst heimkehren. Müssen wir sowieso, denn wenn ich so auf die Uhr schaue, ne, ich habe ja gesagt, ich muss ein bisschen mehr auf die Uhr schauen, damit wir hier mit der Production ausreichend gut vorankommen. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Guten Tag, Feuersbrunst, Captain, mein Name. So, wie sieht's aus? Hast du Gold? Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Er hat Scheiße. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Ihr seid auf eine Goldader gestoßen. Ja, ich seh's. Ha. Ihr wisst, was das bedeutet? Das wird früher oder später knattern. Dieses Gold müssen wir haben. Es ist vor allem das einzige Gold, das es auf dieser Inselwelt gibt. Und umso mehr müssen wir es haben. So. Ich mache jetzt hier nochmal ein schönes Abschlussbild sozusagen. Mal. So hier, oder? Ist das gut? Das können wir machen. Da würde ich sagen, ich bedanke mich für diese Aufnahme erstmal recht herzlich bei euch, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, dann freue ich mich, euch auch wieder zur zweiten Folge begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, übermorgen in dem Fall, alle zwei Tage fürs Erste. Wenn ihr euch sozial ein wenig engagieren wollt, dann könnt ihr auch gerne einfach mal unten in die Beschreibung schauen. Dort findet ihr einen Link, der euch geradewegs zu unserem Discord-Server führt. Würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischneit. Da sind immer alle Türen offen. Ihr müsst ihr also auch gar nicht erst einrennen eigentlich, sondern ihr könnt einfach reinkommen und Spaß haben. So, jetzt aber wirklich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.